Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich grüße Sie diesmal wieder per Telefon zu einer neuen Ausgabe vom Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute ist Freitag, den 23. Oktober 2015. Den gestrigen Börsentag kann man grob gesehen in zwei Teile aufteilen, den eher langweiligen Normalteil bis etwa 14 Uhr oder 14.30 Uhr und dann eben den EZB-Teil oder den Mario Draghi-Teil. Denn ab etwa 14 Uhr oder kurz danach ging im DAX die Post ab. Am Tagesende waren es dann etwa plus 254 Punkte oder etwa 2,47% Anstieg im DAX. Eigentlich hätte man bei einer so starken Bewegung im Index erwarten können, dass der Chor der 30 Aktien mehr oder weniger unisono eigentlich, also eher mehr als unisono, und zwar in Dur singt, aber in Wert schaffte es dann tatsächlich doch den Tag mit Mollgesang, sprich mit einem rückläufigen Kurs zu beenden. Wer war der Negativausreißer? Deutsche Lufthansa. Die Aktie verlor gestern 1,51%, etwa für den DAX als Index ist das indes weitgehend egal gewesen. Bei den Nebenwerteindizes hier in Deutschland gab es ebenfalls steigende Kurse, allerdings in jedem der drei Indizes, also MDAX, TecDAX und auch im SDAX, gab es durchaus auch Aktien, die etwas schwächer aus dem Handelstag gingen. Beim TecDAX waren es sogar eine ganze Menge. Und auch der Index als solcher blieb mit plus 0,77% doch recht deutlich hinter dem Tagesanstieg im DAX zurück. Wie sah es international aus? Der Euro Stoxx 50 verbesserte sich um 2,47% und um S&P 500 aus den USA waren es zumindest plus 1,66%. Anstieg für amerikanische Verhältnisse ist das auch kein Pappenstiel. Ja, kommen wir dann auch gleich schon zum großen Thema. Ich hatte es ja eben schon angedeutet. Der Grund für die Marktstärke ist allein schon von der Uhrzeit her recht leicht auszumachen. Für reichlich Rückenwind sorgte natürlich die Europäische Zentralbank. Die schraubte zwar nicht an den Leitzinsen, übte sich aber in stimulierender Rhetorik, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Beispielsweise die Börsenzeitung berichtet darüber. Demnach sagte oder gab Draghi wohl zu vernehmen, dass man viele geldpolitische Instrumente diskutiere, oder beziehungsweise die EZB kommunizierte, dass man viele geldpolitische Instrumente diskutiere. Konkreter steht wohl im Raum, dass man den Einlagenzins noch weiter absenkt, wie das in der Zeitung heißt, und auch das Anleihenkaufprogramm vergrößert. Derzeit liegt das Volumen ja bei grob 60 Milliarden Euro pro Monat, mit einer Laufzeit bis September 2016, wobei dies wohl eher als eine Mindestmarke zu verstehen war. Bleiben wir noch ein wenig auf der Makrobühne. Heute gab es nämlich von Markit bereits verschiedene Einkaufsmanager-Indizes. Beginnen wir vielleicht mal mit Deutschland. Der Index für den Dienstleistungssektor liegt auf vorläufiger Basis bei 55,2 Punkten und somit leicht höher als die 54,1 Punkte vom September. Schwächer sah es da schon in der Industrie aus, wo mit 51,6 Zählern nach vorher 52,3 Punkten ein 5-Monats-Tief markiert wurde. Ja, zum Composite-Index hier ergab sich ein leichter Anstieg von vorher 54,1 auf 54,5 Punkten. In der Summe gilt das durchaus in Ordnung, was die Marktwirkung angeht. Machen wir den gleichen Blick noch in Bezug auf die Eurozone. Also auch hier Daten von Markit und wie bei den Daten eben handelt es sich auch hier um vorläufiges Zahlenmaterial für den laufenden Monat. Für den Service-Sektor ermittelte man einen Index von 54,2 Punkten. Das war leicht besser als per September mit 53,7 Zählern. In der Industrie war Wassertreten angesagt. Der Index verharrte bei 52,0 Punkten. Und beim Composite-Index gab es einen Indexstand von 54,0 Punkten. Für September wird ein finaler Indexstand von 53,6 Punkten angegeben. Also auch in Bezug auf die Eurozone ein Stimmungsbild, mit dem man durchaus leben bzw. arbeiten kann. Ja, zum Terminkalender hier Informationen von Börse Go für heute angesetzt. Zum Beispiel für die Eurozone die Informationen über den öffentlichen Schuldenstand und das öffentliche Defizit jeweils für das zweite Quartal und am Nachmittag unserer Zeit dann auch für die USA. Der Einkaufsmanager-Index von Markit für das verarbeitende Gewerbe, ja, der US-Wirtschaft. Auf vorläufiger Basis auch in diesem Fall. So, dann auch noch einige Quartalszahlen. Ericsson kann man hier nennen, Procter & Gamble ist dabei, Volvo, Ventas und auch Whirlpool. Und damit sind wir auch schon bei der Strategie. Der Ticker war heute etwas makrolastig, aber mit der Perspektive einer möglichen weiteren Lockerung durch die EZB liegt natürlich auch ein sehr wichtiger Impulsgeber auf der Makrobühne. Kommen wir zum DAX. Die Marke von 10.400 Punkten wurde gestern ja mit Karacho überfahren. Das deutet an, wie viel Dampf im Kessel ist. So gesehen waren die Stromschnellen der letzten Wochen vielleicht sogar hilfreich für eine mögliche Jahresendrallye, weil sie doch hier und da bestimmt eine gehörige Portion Respekt und vielleicht auch Angst erzeugt.
haben, wer aus Angst aber verkauft hat und auf einer ja recht großen Cash-Decke sitzt, könnte bei steigenden Kursen durchaus etwas ins Schwitzen geraten. Wenn es um das eigene Portfolio geht, ist das ja vielleicht ärgerlich. Aber wenn man als institutioneller Anleger und Portfolio-Manager unter Rechtfertigungsdruck kommt, dann kann der Stuhl schon mal etwas heißer werden. Jedenfalls ist der Marktrahmen damit weiterhin konstruktiv. Natürlich ist die Börse keine Einbahnstraße. Das wird sie auch in den verbleibenden Wochen des Jahres natürlich nicht sein. Aber der Rahmen ist positiv und bis Jahresende erscheinen sogar auch Kurse um 11.600 Punkten möglich. Das war's für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihnen ein richtig gutes und erholsames Wochenende. Ihr Walter Tissen.